Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zur Bitcoin Infomann Show 452, heute am 21. September. Wir sprechen über neue ASIC-Miner von Bitfury, den riesen Geldwäscheskandal. Und halte dich fest, ohne Bitcoin, was ist da los? Und über einen Mega-Boom für dezentrale Exchanges. Wir beginnen mit dem Preis, das sieht gut aus, 6.550. Gestern wurde ja von der ETF bekannt gegeben, dass diese eine Future von, wo war es, der FANEC Future, ja, wieder herausgezögert wurde, die Entscheidung, also sie wird dieses Jahr wohl nicht mehr fallen, ja, der Bitcoin-Preis hat sich davon unbeeindruckt gezeigt, ist kurz gefallen und dann wieder richtig loszulegen und ja, es geht richtig ab im Markt. Aber gucken wir erstmal, was Bitfury macht. Bitfury hat einen neuen ASIC-Miner rausgebracht, das haben sie jetzt gerade bekannt gegeben, das ist der Bitfury Clark ASIC, ja, der wird dann bei ihnen in den Bitcoin-Mining-Farmen erstmal reingesetzt, in Kanada, Norwegen, Island und Georgien, ja, das ist ein 14-Nanometer-Chip, also die neuen Chips haben ja schon 7-Nanometer, warum sie jetzt einen 14-Nanometer haben, keine Ahnung, aber dieser Chip kann 120 Gigahashes pro Sekunde machen, ja, ich kenne mich jetzt nicht so mit dem Mining-Hardware mäßig aus, ob das jetzt richtig gut ist oder nicht, auf jeden Fall soll er sehr power-effizient sein und ja, sie wollen damit die nächste Generation einläuten und wirklich Gas geben. Im Dezember hatte Bitfury ja auch den Start von der BTC Mining Company HUT unterstützt mit Hardware und so weiter und so fort. Die sind angeblich der größte öffentlich getradete Mining-Anbieter, was die Kapazität angeht, ja, haben seit ihrem Launch 1900 Bitcoin gemacht und ja, gutes Zeichen, neue Miner kommen raus, Bitmain steht da wirklich ja, ein bisschen in der Kritik, was das angeht, was die Mining-Hardware angeht, einige Stimmen sagen schon, Bitmain steht vor der Pleite, ja, aber gut zu sehen, dass sich hier im Mining-Markt immer weiter was tut, trotz des niedrigen Bitcoin-Kurses. Ja, dann gucken wir uns mal an, den größten Geldwäscheskandal Europas und das ohne Bitcoins, ja, was ist da bloß los? Ihr habt es schon mitbekommen, Thomas Borgen, ja, der ehemalige CEO der Danske Bank hat sein Amt niedergelegt, ja, und es hat eine Untersuchung festgestellt, dass, ja, sein Unternehmen an einem großen Teil von einer riesigen Geldwäscheaktion beteiligt war. Und ja, was merken wir? Geldwäsche gibt es nicht nur bei Bitcoin, ja, sondern Bitcoin macht das nur im kleinen Stil von vielleicht ein paar Leute hier oder da. Aber die Banken, das sind die wirklichen Verbrecher, Leute. Ja, ja, sieht man es wieder hier. Das ist der größte Geldwäscheskandal in der Geschichte Europa. Ja, und das funktioniert mit den Banken wohl anscheinend ganz gut. Die Banken zahlen Milliardenstrafen und so weiter und so fort. Hier sind insgesamt 200 Milliarden Euro geflossen. Also mehr als die gesamte Kryptomarktkapitalisierung hat eine Bank hier gewaschen quasi und das ist über den estonischen Zweig der größten dänischen Bank gelaufen und der CEO ist dann zurückgetreten, sagt, auch wenn ich ja nicht daran direkt beteiligt bin, möchte ich ja Verantwortung quasi nehmen und es ist besser, wenn er zurücktritt, so sagt er. Die Untersuchung wurde wieder aufgenommen, war eigentlich schon abgeschlossen und ja, es sind Untersuchungen von offenbar 15.000 Kunden, 9,5 Millionen Transaktionen von 2007 bis 2015, es sollen Milliarden sein, ja, die gewaschen wurden. Und die Bank konnte selber keine genauen Angaben machen, was da wirklich passiert ist, ja, da muss man sich wirklich fragen, gucken die überhaupt auf ihre Konten, was machen die, ja, und da zeigt sich mal wieder, ja, wie die herrschende Klasse, wie die Bankelite zu Bitcoin steht und was denen bevorsteht in Zukunft, ja, sie wollen Bitcoin für Geldwäsche, Drogenhandel, Terrorismus immer sagen, ja, wir müssen euch alle komplett überprüfen, aber selber, ja, sitzen sie selber wirklich ganz tief in der Scheiße drin, sag ich mal so, auf klar Deutsch, ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, ja, wir sehen, Bitcoin, ja, macht nur einen winzigen Bruchteil dessen aus, was die großen Verbrecherbanken hier wirklich machen. Ja. Und ja, die Zukunft beginnt, Leute. Wir sind ein Teil dessen. Ja, dann gucken wir mal uns nochmal an, was McAfee gesagt hat. Ich bin ein großer Fan von McAfee. Er sagt, wir werden einen Mega-Boom erleben durch zentrale Börsen. Ja, McAfee, der berühmt-berüchtigte Antiviren-Software-Entwickler, großer Fan von Kryptowährungen, hat gesagt, innerhalb von 5 Jahren wird es keine zentralisierten Börsen mehr geben. Ja, und diese Entwicklung wird den größten Boom der Menschheitsgeschichte
auslösen. Und er sagte, zentralisierte Börsen sind ähnlich wie Nasdaq, die Cboe, die New York Stock Exchange, die sind abhängig von einem Vermittler, von einer Einheit, kontrollieren die Vermögenswerte und natürlich nehmen sie dafür eine Gebühr. Ja, und das geht eigentlich, so ein Konstrukt gegen die Philosophie von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, wo es Peer-to-Peer ist eigentlich, ja. Und er sagt, auf der anderen Seite gibt es die dezentralen Börsen, die DEX, und die sind natürlich unabhängig von Zwischenhändlern. Ja, das ist eigentlich das, was relevant ist, Peer-to-Peer-Trading, und er betont den Stellenwert solcher Börsen, sagt, dezentrale Börsen, sobald sie voll funktionsfähig sind, werden das Ende jeder möglichen Kontrolle durch Regierungen markieren und Beginn des größten Wirtschaftsbooms in der Geschichte der Menschheit sein. Ja, ich bin gespannt, und er hat gesagt, die meisten Crypto-Exchanges-Zentralen sind korrupt, er hat ja selber ein bisschen Beef mit HitBTC und so weiter und so fort, und er sagt, DEX werden bald Millionen von Wallets haben, die sich in Smartphones und anderen Geräten befinden, über die ganze Welt verteilt sein und werden den Kriegsregierungen ein Ende setzen. So wird die Regierung niemals in der Lage sein, den Kryptomarkt zu schließen. Ja, er sagt, es ist mir egal, wie viel Macht du als Regierung hast, wie viele Polizisten, wie viele Soldaten, was auch immer, wenn der Austausch auf 20 Millionen Wallets auf Smartphones und Laptops und Pads verteilt ist, was tun sie dann? Es ist unmöglich, ja, du müsstest alle 20 Millionen von ihnen, über die ganze Welt verstreut sind, abschalten. Und das ist nicht machbar. Er sagt, wir müssen das vorantreiben, und natürlich sagt, wir müssen Regulierung bekämpfen, ja, weil sowas, dezentrale Börsen, kannst du nicht regulieren. Deswegen ist er so ein großer Fan davon, und er hat gesagt, Vorschriften generell sind komplett nutzlos, ja, und die bei zentralen Börsen weiß man nicht oftmals, in welchem Land die arbeiten, wem die Börse gehört, was da passiert mit den ganzen Dollar und so weiter und so fort, ja. Und er sagt, die Blockchain ist die erste Technologie, die sagt, dass ich der Schiedsrichter der Wahrheit bin. CNN erzählt die Wahrheit, Fox News erzählt ihre, Russland erzählt eine andere, China verkündet wieder eine eigene Story, Amerika noch eine andere Story, der Mann auf der Straße erzählt noch was anderes. Wir wissen es nicht, ja, jetzt tun wir es. Und abschließend sagt er, bitte verstehen Sie, dass Wahrheit und Regulierung nicht nebeneinander existieren können. Und stellt euch diese Welt mal vor, ohne Kontrolle, ohne die Möglichkeit der Kontrolle, was das bedeutet für Banken, für Regierungen, wenn die Welt ja über Smartphones peer-to-peer zentral, dezentral vernetzt ist, handeln kann und ohne die Möglichkeit dort einzugreifen, zu manipulieren und sonstiges. Ja? Also ich glaube auch, dass das eine Zukunft ist, die wünschenswert ist und die wirklich den freien Markt und die Innovation beflügelt. Ich bin gespannt. Ja, gucken wir mal auf den Kryptomarkt. Das sieht noch besser aus. Ja? Trading-Volumen geht hoch, ist 15 Milliarden, Marktkapitalisierung 212 Milliarden, also ist gut was in den Markt reingekommen in den letzten 24 Stunden. Bitcoin Dominance leicht gefallen auf 53%, und ja, es geht ab, Leute. An alle Leute, die Ripple haben, die lachen sich gerade ins Fäustchen. Ripple gibt mal richtig Gas. 41% Kursplus. Die News beflügeln das Ganze. Steht jetzt bei 45%. Alles andere ist auch grün. Stellar hat 15% Kursplus hingelegt zu gestern. Cardano 16%. Tron 10%. Tezos 11%. Also es geht gerade richtig ab im Kryptomarkt. Aurora 46%. Monacoin 45%. Also die Alt-Season, hat man das Gefühl, könnte wieder beginnen. Wer weiß, vielleicht geht es morgen auch wieder stark ins Rote. Alles ist möglich. Aber wir haben schon lange nicht mehr solche fetten Steigerungen gesehen. Vor allem nicht bei den großen Coins in den Top 10, so wie Ripple mit 40% Kursplus. Das ist definitiv schon eine Ansage. Und was wir uns angucken hier sonst. Es gibt ein paar Coins, die auch im Minus sind, aber und den Top 100, die halten sich in Grenzen, und das sind 3 oder 2% Minus zum Vortag. Also der Großteil geht hoch. Ich bin gespannt, was sich jetzt am Wochenende tut, ob es weiter nach oben geht oder weiter runter. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, ja, mal wieder solche Zahlen zu sehen und auch solche Sachen von McAfee zu lesen und zu hören. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg, und du, wenn du Coins hast, bist ein Teil dieser Revolution, Leute. Lasst uns gemeinsam diese Branche groß machen. Lasst uns gemeinsam das in die Welt hinaustragen. Lasst uns Menschen dafür begeistern, aus dem verbrecherischen Fiat-System rauszukommen, die Herrschaft wieder über ihr eigenes Geld, über ihr eigenes Leben wieder zu gewinnen, indem man Coins hält. Ja. Und das ist die Zukunft, die langsam hier beginnt. Früher oder später werden das immer mehr Menschen auch verstehen, und ich freue mich, dass du ein Teil davon bist. Also lass uns gemeinsam hier das groß machen. Sprich am Wochenende mit 2 Leuten, hilf ihnen dabei, ein Wallet einzurichten. Ja, schick ihnen ein paar kleine Coins rüber, zeige ihnen, wie das
funktioniert und lasst uns hier Gas geben. Also Leute, ich bin raus, bedanke mich herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören, wünsche allen ein wunderschönes Wochenende, wir sehen uns dann wieder am Montag in alter Frische, bis dahin weiß Bescheid, ne? Wie immer, machet gut, schwenkt den Hut, let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!